Also, ich habe gehört, dass du darüber singen willst. Da sind zwei Adern, hat mir da so ein Vogel hingezwitschert. Oh, damn it, Alter, was ist das für ein Vogel? Den würde ich auch gerne haben. Nee, das ist mein Vogel im Kopf. Ach, bin ich jetzt der Vogel im Kopf? Ja. Ja. Ich sag's dir, ist nicht einfach, der Job. Kann ich mir vorstellen. Ich will nicht du an. Ich will in dem Punkt nicht du sein. Ich auch nicht. Hallo. Danke. Sag Bescheid, wenn ich wieder sortieren muss. Ray. Muss ich sortieren? Ja. So, wir haben jetzt. Wir müssen mal demnächst auch genug an Münzen kommen, damit man dir auch noch den Gürtel holen können. Das wäre optimal, ja. Aber da haben nur 375 Münzen. Na, ist natürlich nicht so schön. Also deswegen tue ich ja Trolle jagen. Die geben ja sehr viele Münzen. Ah, ist das so? Nicht, weil die einfach nur Kacke sind und easy zu handeln, sondern genau deswegen, weil ich das jetzt gesagt habe, wir brauchen die Münzen. Ah, genau deswegen. Mhm. Und nur deswegen. Ja. Ich muss erschiffeln. Oh nein! Mann. Ja, ich fahre jetzt mal damit weg. Ja, okay, dann fahr halt damit weg. Ich fahre jetzt einfach mal damit weg. Ja, los. Ab in den Abgrund. Ja, okay. Ray. Ja. Ich wollte dir ja eigentlich was anderes geben, aber okay. Was denn? Ein großes Schiff? Da wird mal kurz einen Dayturn gemacht. Und ich hab's eigentlich extra zurückgefahren, ich küsste, damit hier Platz ist. Da wird mal kurz gedreht. Soll ich einfach volle Land krachen oder? Lieber nur parken. Nee, nur parken bitte. Das ist dann unser Ausweichschiff. Warte. Njo. Oh. Ja, schon. Ahoi! Der war nie an Land. Hast du es optimal gemacht. Ja, guck mal, perfekt geparkt. Oh, tatsächlich. Alles geplant. Ja. Mit ein bisschen Kraft klappt alles. Ja, ein bisschen Kraft, Spucke und Schmalz geht alles. Ich bin so ein guter Spieler. So gehst du die Leiter, hallo. Hey. Irgendwann fahre ich auch mal weg. Okay, viel Spaß. Irgendwann. Jo, tschüss. Wenn ich ein großes Schiff bin. Wenn ich mal irgendwann ein großes Schiff bin. So. Jetzt nochmal. Ray, du bist ja immer noch da. Merkst du mein Speed? Wow. Oh Mann. Ups. So, jetzt kommt endlich der Wind zum Einsatz. Direkt einen Stein gefunden. Ey, dieses Schiff ist nagelneu. Direkt einen Stein gefunden. Tschüss, Ray. Flop. Oh, ich hab's auch weggerendert.
natürlich, jetzt ist schon direkt der Wind weg. Ich liebe es. Ich liebe es. Wie war das? Arma is a bitch. A biatch. So, jetzt wollen wir mal ein bisschen gucken, dass ich da hinten den Zaun mal weitermache. Glaubst du, ich kann jetzt anfangen, Trolle zu blocken? Mit dem sollte es langsam möglich sein, die zu blocken. Ich weiß aber nicht genau, ob da jetzt groß mitspielt, wie hoch dein Block-Skill schon ist. 3, 11. Ausprobieren kannst du trotzdem. Ja gut, da, hier steht jetzt nur dran, wie hoch das abhängig ist, also das Skill macht, wie hoch oder wie viel Damage du absorbierst beim Blocken. Ja genau, das ist halt das, ne? Also der macht ja halt schon ordentlich Schaden. Müssen wir mal schauen. Aber eigentlich wüsste ich jetzt nicht, was dagegen spricht. Dass du das nicht schon blocken könntest, dass wir es nicht ja, mit, ich glaube 100 Leben sollte ich das auch leben können am Block. Ja. Würde ich auch mal so behaupten. Ja, komm. Da geht das Ding noch echt drüber. Adri, das habe ich gesehen. Ich weiß. Und ich schäme mich auch dafür. Geht gut. Eins, zwei, drei. Gut, alle drei da. Wunderte mich gerade schon. Ich bring auch mal wieder Zinn mit nebenbei. Oh, das hört sich gut an. Oh, zwei Sterne, dass ich das Bett blocken kann. Testen wir's. Komm her, schlag. Du sollst schlagen. Oh, das ist ja easy. Ja, bei denen soll es doch nicht kommen. Boah, das ist ja. Der kann ja gar nichts, wenn ich Ausdauer habe. Jetzt kommt der Übermut. Ja, gut, er hat mir, glaube ich, im Block ohne Ausdauer nur 11 Damage gemacht. Ohne Ausdauer? Ja, gut. Mhm. Das ist ja. Ja gut, ne? Hast du eigentlich schon alles an Eisen verdingt? Ne, das Eisen ist also geschmolzen, ja. Ja, das meine ich gerade. Aber alles schon geschmolzen ist. Müsste erstmal dürfen. Oh. Das gefällt mir richtig hier, was ich hier gerade sehe. Aber ich ernte es, wenn alles fertig ist. Du hast halt das große Schiff mitgenommen, weil dann kann ich nicht nur Kupfer mitnehmen. Ja, da kannst du halt, ne, einmal jetzt einen ordentlichen Rundumschlag machen und dann ist gut. Weil ich glaube, die Blueberries sollte ich mal auch mal mitnehmen, weil ich habe gesehen, haben auch mal noch kaum welche. Ja, von denen kann man ja immer nie genug haben. Ja, komm. Eben gerade warst du schon so schön, ist dick. Sit down, please. Komm. Hier ist es möglich. Arsch mich nicht.
Ach, ich wollte nur was so Ausdauermäßiges. Jetzt bitte nicht auf die Tastatur laufen, ne? Mein Chef. Ich nicht. Mach ich nicht. Warte, mir mit einer Katze. Ja, die steht gerade vor mir. Auf dem Schreibtisch. Das ist schon gut. Also sie hat gerade viel Spaß mit dem Nico. War die Kratzbaumersatz gerade, oder? Nee, der ist gerade Kauleinheit für den Kopf. Mikro. Nee. Wäre auch lustig gewesen. So, jetzt darf ich weitermachen. Das nehme ich doch gerne. Will ich hier ein Tor reinmachen? Wo ja dieses offene Konzept eigentlich echt wieder macht, ne? Ich hätte da eine Idee. Wir könnten da vom Lack das andere bisschen bauen. Müssen wir nicht unbedingt sowas machen. Ich kann einfach dann einen normalen Zaun noch hinpfeffern. Ganz, ganz schlichten. So richtig widerlich schlicht. Bleib einfach nur widerlich drüber dabei. Naja, aber so richtig widerlich. Wir
das kleine Stück machen wir da weg. Das soll ja so noch diesen Grenz, diese Abgrenzung aussehen. Scheißwetter bestellt. Bei mir ist alles gut. Ja? Ein bisschen Nebel. Mir kriegt gerade voll der Sturm ab. Schön dabei sind, wir dann Bronze haben, dann können wir nicht mal die ganzen Sachen aufhängen. Das ist bereit, mich ebenfalls sterben zu hören. Und wie ich erhoffe, einen Vollschlag gleich zu blocken. Okay, wir sind gespannt und bereit. So, da ist der Troll. Was hat, okay, er hat nur Fäuste. So. So, okay, der Stein hat ein Damage gemacht. So, Faust. Okay, der ist ja easy flat. Schade, ich dachte, wir hören jetzt ein. Ah! Aber. Ja, das war wohl nicht, ne? Ja, ich bin auch ein bisschen enttäuscht irgendwie. Ich hatte schon viele Hoffnungen. Schön weggeslappt zu werden. Ja, so einfach mal so einen richtigen Luffy-Louis wieder zu machen. Ja, dafür musst du dann einfach nur noch mal in den Sumpf gehen. Krautberg. Ich mach zwar keinen Schaden, aber bitte geh mal weg, ich brauch Ausdauer. Wären Sie so gnädig, mein Lieber, und würden Sie mir aus der Visage gehen? Ich mach noch nicht mal viel zusammen, während ich gegen den Troll kämpfe. Also ich kann dir sagen, deine Schläge machen mir durchmachen. Das ist gar nicht mal so unschlecht, würde ich mal verkaufen. So, und jetzt mal schauen, ob noch der Troll in der Höhle lebt, und dann fülle ich den auch nochmal. Also, falls du Besuch bekommst, ich bin schuld. Okay. Aber Ray, ich muss trotzdem sagen, gerne.
für die ist uns gut gelungen. Mir ist sie gut gelungen, weil ich habe sehr viel Arbeit reingesteckt. Du hast geholfen, ganze Materialien zu holen, also. Die ist uns beiden trotzdem sehr gut gelungen. Aber ich merke auf jeden Fall, ich brauche ein Pferd gegen einen Keulen. Der Keule tut dann einfach gar nicht mehr bei dem. Was gehst du denn für Schaden zahlen, wenn du ein Schwert benutzt bei ihm? Das Weiß oder? Schwert hat. Weiß zahlen oder? Ich glaube, es waren gelbe. Weil gelb sind ja dann halt, ne, die sehr effektiven. Dann halt noch. Das waren gerade 33 und 62er Crit. Nach dem Parry. Ja. Na gut, das sind halt nochmal die extra Crits, ne? So, volles Boot. Also beide Trolle eher gesagt. Ich krieg mal seinen Kopf hier von der Trolle wieder ab. Herzliche Freunde, gutes Unternehmen. Spaß. Hey, kommt ins Dünnbüro. Ja! Give it to me, baby. Also, das kannst du aber weiter. Was ist los? So richtig grill. Also ich weiß, dass es nicht viel ist, aber ich habe gerade knapp 36 Kupfer. Ja gut, aber 36 Kupfer sind 36 Kupfer, ne? Ich weiß, dass es nicht viel ist, André, aber ich habe 36 Kupfer. Ja, und jetzt hast du noch mindestens ein Stack Zinn. Anderthalb bis sechs sind. So, jetzt müssen wir weiterverarbeitet. So weit ist halt gut auf jeden Fall. Ich möchte das nicht. Nein, das ist nicht die Uhrzeit, eindeutig nicht. Falls jemand fragt. Naja, falls jemand fragt. Das ist der übliche Wahnsinn. Und er heißt der. Der Wahnsinn. Ja. Aber nein, Ray, das geht so nicht. Das ist nicht gendergerecht. Verstehe ich nicht. Soll ich jetzt sagen, der Wahnsinnen? Ja. Ich glaube, es gibt einen Mensch, der das nicht gendert. Ah, bestimmt. Ja, ich habe schon den tollsten Gender sich auch Sachen gelesen, also. Ja, ich weiß. Ich auch.
alleine kaufen. Auch nicht mehr los. Das ist der Einkäufer, der Kaufen. Okay. Ich weiß auch nicht. Das ist ein normaler Stein. Das ist ein normaler Stein. Alter, kannst du eigentlich jetzt mal bitte aufhören? Wer denn? Ich hab hier gerade so einen Blitzern gehört. Ey, was war das denn? Blitzer? Ja, so ein Blitzergeräusch halt. Ja, was? Nee, so richtig so ein Kind. Keine Ahnung. Ganz merkwürdig. Kakerling, Kakerling, Kakerling. Kakerling. Eindeutig, oder? Mhm. Na Mädels, was geht bei euch? Ich sehe schon, ihr habt euch in den Unterstand gestellt. Ja, die wollen auch nicht nass werden, also. Oh, gelogen, die stehen gerade wirklich im Unterstand. Und es regnet hier und stürmt. Halt sehr verständlich, also würde ich auch tun. Ja, also an sich kann ich sie voll und ganz verstehen. Oh, ich habe noch 12 Karotten. Ja. Auf geht's. Ja, Miri, volles Klopfergeräusch. Das hab ich mir doch nicht eingebildet. Oder doch? Werde ich jetzt damit? Das bist du doch schon. Ich glaube, meine Katze will, dass sie sich dann bitte. Aufmerksamkeit! Das Schöne dabei ist, meine Katze ist tatsächlich eine von den Katzen, die ist nicht Katze. Also nicht ansatzweise irgendwas mit Aufmerksamkeit erhaschen oder sonst was. Und wenn die kommt, dann will sie auch wirklich was. Irgendwas, Futter oder keine Ahnung. Aber ich glaube, ich werde sie gleich mal kurz. Deshalb mag ich Weihnachten so gern. Ich liebe diese Klistergeräusche überall. Ja, das hat voll es hat Kunst geglitzert. Jetzt fühle ich mich nicht ernst genommen. Jetzt gehe ich meine Katze füttern. Jetzt habt ihr was davon. Ich bin gleich wieder da. Mann. Erstmal beleidigt die Katze füttern gehen. Gar keinen Bock. Man kennt. So. Hast du deinen Snickers gegessen, oder? Was? Bis hat sich jetzt beruhigt? Ja, es hat sich jetzt beruhigt. Wie viele brauche ich denn da? 3, dann werde ich dann 15 wieder einpflanzen. Wir brauchen mehr Karotten. Oh, da ist gerade eine Masse eingepflanzt. Miau.
klar, wenigstens kommen die Grauzeuge jetzt hier schön den Weg entlang gelaufen, wenn sie zu uns schon wollen. Finde ich sehr lobenswert, dass sie das machen. Stellen sie sich in Reihe und Glied auf, oder? Na, sie kommen aber sie kommen ganz zivilisiert den Weg entlang. Da 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 da. Oh, lohnt sich ja noch gar nicht hochzugehen. Willst du mich eigentlich verarschen? Will er mich verarschen? Kam gerade ein von den Grauzeug-Schamanen und hat uns gerade mal kurz so ein Drittel unserer Karottenernte gerade vernichtet. Ja, das war uns gelesen, hat es die Frage. Wann es gelesen hat. What the fuck? Was? Warum? Ja, einfach um uns abzufacken. Das sind die Grauzwerge. Mate, the fuck you up, mate. Fuck ich, you up. Jetzt zieh ich einen Graben drin. Ja, Miri, ich hab's verstanden. Ja, die bösen Zwerge. Obwohl, ja, hast ja recht. Es ist ja das Schlimme dabei. Gerade hast du voll und ganz recht. Was zur Hölle? Aber ey, das war wenigstens ein unzivilisierter Zwerg, ja? So, jetzt hab ich sie damit getriggert. Jetzt warte ich auf die Antwort. Ich erwarte jetzt eine gepfefferte Antwort. Unzivilisierter Zwerg, ist das sowas wie weißer Schimmel? Ja, genau, das ist wie weißer Schimmel. Junge Frau, das haben Sie richtig erkannt. Ach ja, Miri, möchtest du, dass ich dir noch im Stream ein Ständchen singe? Das ist ja wohl vorbei. Okay, für mich. Wolltest du ja angeboten haben. Ey, da hat er echt ein gutes Stück rausgenommen irgendwann. Aber hey, da fahren wir jetzt einen größeren Teich direkt bei unserer Base. Geht mal rüber, dort Harz. Also für dich hätte ich es getan, Miri. So, wie viel Harz haben wir denn dabei? Ist noch nicht allzu viel, ne? Ich muss noch ein bisschen mehr mitnehmen. Und nochmal alles auffüllen, was wir hier haben. Während wir auf Monsieur Rai warten. Ach, ich soll das wieder nach Hause bringen? Wäre von Vorteil. Musst du nicht. Lass dich bitte nicht von mir gezwungen fühlen. Aber okay, es wäre dann von... alles weg.
wäre von Vorteil. Also die 360 brauchen wir nicht. Gut. Nein, das ist einiges überbewertet, also. Oh, ich dachte schon. Das Schiff ist gerade zu Müll mit Müll, das wir nicht brauchen. Oh, kein Harz mit. So, jetzt können wir, wenn ich gerade sowieso hier drin bin. Ja, Mädels, wie sieht's aus da? So. 33% erst, so, oh, ist ja echt nichts. Bin ich ja echt voll enttäuscht. Eigentlich bräuchten wir tatsächlich nur noch zwei Karotten, Pilze. Nur Pilze haben wir, Disteln haben wir auch. Und wir brauchen nur zwei Karotten. Und dann? Dann können wir diesen Gewürzaufhänger im Park hier hinstellen und können wir bessere Sachen kochen. Und dann? Werde ich zwar nicht diese Kulinarik wie Miri in Guild Wars kochen können, aber ist auf jeden Fall nahrhafter als das, was wir jetzt haben. Und dann... Jetzt hack ich dich, werde ich in den Fleischwolf werfen und dann den Schwein zu Fütter geben. Und dann... Dann geh ich schlafen. Okay. Und dann... Achso, ich sollte nicht Richtung Mountain laufen, das wäre vielleicht nicht gut. Ich war schon ungelogen, ich war schon überlegen, da schon eine Anführungsstrichen ein Zähmgehege zu bauen. Also ich könnten wir nämlich jetzt schon anfangen, Wölfe zu zähmen. Die würden mich zwar futtern zum Frühstück, aber. Genauso wie die Wände. Nee, tatsächlich die nicht. Also die halten, klar, man muss so ein bisschen dabei bleiben und die immer wieder reparieren, aber an sich halten die tatsächlich ziemlich gut sogar. Also da mache ich mir tatsächlich gar nicht so viele Sorgen. Pass auf, wenn der nächste Schamane herkommt und mir die Ernte kaputt macht, dann werde ich ihm seine eigenen Rechbärens in den Hals stopfen, dass er an seiner eigenen Kotze erstickt. Am Berg ein Loch graben, 45 Grad Rampe rein, Wolf reinziehen, Tank fertig. Ja, ich wollte. So könnte man es auf jeden Fall machen. Aber ich bin zu faul, im Berg ein Loch zu graben. Ich möchte es auf die altmodische Art und Weise machen. Mir Mühe geben, Holz sammeln, Gehege drumherum bauen. Finde ich immer viel schöner, als die Landschaft zu vergewaltigen. Außerdem mag ich es immer ganz gerne noch dann irgendwie so ein kleines Gebäude nebenzubauen als Jagdhütte in Anführungsstrichen. Aber klar,
Das wäre natürlich die schön einfache Version, aber ich baue lieber tatsächlich. So ganz altmodisch. Jetzt muss ich gerade überlegen, ich muss ja eigentlich gerade auf dich warten, was die Erze angeht. Was könnte ich denn jetzt machen noch? Eisen haben. 42? Finde ich gut. Warum? Ach, so schön. Ich sehe was. Stopp. Halt. Wow. Was denn? Wir haben nur noch 24. Ich bin schon enttäuscht gerade. Warum? Nur weil ich meine wunderschöne Rüstung upgradet habe? Ja. Und jetzt? Ich bin einfach nur enttäuscht. Oh, wo haben wir eigentlich die Ketten? Du sag mal, dass wir noch Ketten haben jetzt. Ja. Keine Ahnung, wir hatten 6. Genau, 4. Oh, das passt. Das ist richtig geil. Haben wir noch gar nicht gebaut, die nächste Erweiterung für die Schmiede. Geht zwar langsam der Platz aus, aber hey. So, Schmiede 5. Ja, so die Streitaxt, die hat schon was, ne? Hätten wir jetzt nur Eisen dafür. Ah, ja, nö. Das, was ich jetzt gerade habe, ist gleich erstmal voll ist. Hätten wir nur Eisen dafür. Ey Ray, du bist doch so ein Liebhaber für den Sumpf. Nein, einparken. Ach, Mann. Kann ich schon mal die Erze da rausholen? Also nicht alle da drin, aber... Das ist schon sehr schwer mit diesem Großschiff. Diese Kurve zu kriegen gerade. Warum bist du auch gleich so reingefahren? Hättest du auch viel besser machen können. Nee. Doch. Nimm mal das Erste, ich muss ein bisschen länger parken. Wofür brauche ich denn eigentlich so einen Steg dahin, ja? Ja, ich bin gerade dabei parken. Ruhig dich. Dauert noch ein bisschen. Aber wo hast du eigentlich einen Führerschein gemacht? Ja, ich hab noch gar keinen, das ist das Gute. Ja, das sieht man. Ich muss, glaube ich, komplett zurückfahren, mal kurz. Sonst wird das hier nicht. Warte. Oh, Trick.
einfach so jetzt andocken, hab ich gehört. Und der andere, der nächste, der erfahren will, drückt das raus. Ist doch gut an, oder? Noch ein Stück, noch ein Stück, noch ein Stück. Ich bin halt einfach die Tokyo Drift Legende. Gut. Ja, ja. Ja, das ist nicht gut. Du hast jetzt den Wagen oder? Soll ich das alles hier lassen? Nö, ja, aber Vorteil ist, da kann man alles einfach umlagern und dann das machen, weil ich habe ja gar keinen Platz in die Wagen hochzufahren, oder? Doch, tatsächlich, warte mal. Pass auf. Ich hätte da eine Idee. Ich kannte da einen, der wiederum einen kannte. Und der kennt da auch einen. Und es war der Hackfleischhassende Zaka! Hackfleischhassende Zaka! Oder war es doch der Mama? Du sollst der Mann darauf. Nein, die Drecksackblase. Die Angst vor Bleistiften hat. Hat die nur Angst vor Bleistiften? Ich weiß es nicht. Ich auch nicht. Das ist total in der Mail. Lieferung ist da. Du machst das schon. Ja, war wieder klar, dass ich sie da machen muss. Ja, ich hab's gefarmt, du darfst den Rest machen. Gute Arbeitsabteilung, oder? Was bist du bloß für ein Schmied, ey? In jedem Fantasy-Spiel würde man dich dafür aufknüpfen, dass du deinem Beruf nicht ordentlich nachkommst. Hä? Ich bin nur der Minenarbeiter. Ja, und? Jetzt? Ja. Minenarbeiter ist nicht gleich Schmied. Komm jetzt nicht mit dieser rassistische Tour, ja? Ach, du willst sagen, mit dieser Logik, von dem alle reden. Was? Kenn ich weiß nicht. Auch nicht. Der wurde doch letztens beim Auswärtigen Amt doch einfach abgeschoben. Verstehe ich nicht. Ich auch nicht. Okay. Gut. Ach, wir haben ein paar Pots jetzt zur Vorbereitung. Okay. Ja, ja, ein paar. Können wir schon die Frosttränke machen? Ja, könnten wir. Ja, könnten weil ich glaub, wir. Da sollten wir auch schon mal welche zur Vorbereitung bauen, oder nicht? No. Guck, Miri kann nicht mal was dagegen sagen. Wir haben schön brav alle Diesel mitgenommen, die wir gefunden haben. Da kann sie nichts gegen sagen. Da kann sie nichts dran rütteln. Nee, da kann sie nicht dran rütteln. Wo wohnt der X neu zu bauen? Das ist ja Anarchie. Aktuell würde ich dann nur hier mehr Schaden machen mit dem Bogen. Du weißt, leuchtest doch in den falschen Weg, das weißt du doch, oder? Zeig doch mal den richtigen Weg. Los, Frey, zeig mal, ihn mal, ich mir. Ich muss ob da noch funktioniert. Ja, los. Ja. Ist doch easy. Ich habe halt keine Ausdauer zum Springen gehabt. Ja.
Und wenn du das andere Gebäude willst, dann gehst du einfach. Ja. Warte kurz. Ja. Wie schmerzhaft ist der Kamin? Schmerzhaft. Und es tut weh, also in Form von auch von Feuer, ne? Ich hab für mich, glaube ich, da reingebringen wollen. Ja, los, mach doch los. Okay. So, hallo, in dem Haus. Ja, und stell dir mal vor, das Ding wäre jetzt zur Hälfte zu gewesen, dann wärst du drin eine Rauchvergiftung bekommen, wärst du gestorben. Ach, was? Einfach nicht atmen, das ist der Trick. Ja, das sag ich ja auch immer, einfach nicht atmen. Sag ich eigentlich auch immer. Einfach nicht atmen. Ich hab bald keine Kohle mehr. Ja? Die ist bald alle. Gleich mal Kontrolle schieben für den Schwein. Ich kann mal kurz was zum Trinken holen. Das ist ja widerlich. Emotional damage. Etwas. Da ein bisschen mal wieder nachpflanzen.
viel, sagt er. Ja, von wegen. Oder? Ja, ich bin verfeindet.